für ganz viel Aufsehen hier in New York. Da sorgt ein Auto, was eigentlich gar nicht so spektakulär aussieht. Aber es ist durchaus spektakulär. Denn Kia hat mit dem Optima hier in den USA einen riesen Erfolg. Und auch bei uns läuft er ganz gut. Wobei man sagen muss, bei uns fehlt halt der Kombi. Und der wird auch nach Deutschland kommen. Hier ist er allerdings nur als Stufenheck zu sehen. Der Innenraum von Kia ist tatsächlich gewohnt gut, muss man mittlerweile ja schon fast sagen. Denn die haben viel von den Deutschen abgeguckt und das inzwischen einfach perfekt umgesetzt. Das wirkt alles total aufgeräumt, man findet sich sofort zurecht und es sieht auch alles edel aus. Über den Geruch kann man ein bisschen streiten, aber zum Glück gibt es ja noch kein Geruchsfernsehen. Was gibt es sonst noch zu diesem Auto zu sagen? Der Preis wäre entscheidend, aber den hat Kia für zumindest für Europa noch nicht ganz rausgelassen. Wir gehen aber mal davon aus, dass der alte bei 25.000 Euro losgegangen ist und deswegen darf der hier eigentlich auch nicht teurer werden. Auch im Vergleich zur Konkurrenz zum Beispiel von VW und Opel. Der hier wird sicherlich aber mit mehr Ausstattung kommen. Dieses Schild hier an der Seite, das zeigt die wahre Revolution bei Kia, denn vom Aussehen her muss man sagen, ist das so, wie man ein Kia mittlerweile fast erwartet. Tigernase, scharf geschnitten, elegant gezeichnet. Aber sie hatten bislang eben keine sparsame Turbotechnik unter der Haube, sondern Saugmotoren. Klar, es gab auch einen Turbo, aber der war eher auf Leistung ausgelegt. Jetzt geht es auch darum, tatsächlich mit Volkswagen, mit Opel, mit Ford mitzuhalten. Allerdings, so wie wir den hier sehen, werden wir ihn tatsächlich nur in den USA sehen. Nach Europa kommt ein anderer Optima. Wie viel dann davon übernommen wird, das wissen wir noch nicht. Aber ich denke mal, so viel anders wird er auch nicht aussehen. Zur IAA im Herbst werden wir dann sicherlich mehr wissen. Und wir haben tatsächlich einen Vorteil gegenüber den Amerikanern, denn wir kriegen auch einen Kombi.